ab in die Ladder. Und ich spiele mal den Midrange-Hand, den ich eine Weile nicht gespielt habe. Und den wollte ich jetzt mal spielen, bevor ich den Slot austausche. Und dann mit dem Deck zusammenwürfeln ist ja nicht so kompliziert, aber keine Ahnung. Ist immer so, wenn ich Deck noch in meiner Sammlung habe, dann spiele ich es auch ganz gerne mal. Und ich glaube, den Midrange-Hunter schmeiße ich als nächstes raus. Und das Blöde ist halt, dass man nur 9 Slots hat. Immer wieder könnte ich mich drüber ärgern, wenn es mal so weit ist. Sowas Bescheuertes von Blizzard. Aber naja. So, den Haunted Creeper, den geisterhaften Krabbler und Animal Companion behalte ich. Sehr guter Tool, sehr guter 3-Drop. Ich grüße euch. Ansonsten noch nicht viel zu tun. So, ob es ein Secret Paladin ist, den man jetzt ständig sieht. Und dann Schilde hoch. Zweimal Kill Command. Nicht. Ja, Alpine meine ich doch mal ein Flair ins Deck passen, packen. Das ist in der Tat keine schlechte Idee eigentlich. Da mal ein Flair reinzupacken. Weil. Ja. Wenn man von den Secrets gut gebrauchen kann. Alter! Geht's noch? Ich würde sie zeigen! Ich würde sie mir alle zeigen! Sechs Karten auf der Hand. Na. Ich frage mich, ob. Ja, frag du dich mal, ob. Frag du dich mal, ob. So, jetzt. Gucken, was er für Minions ausspielt. Ein Shredder. Glaube ich, spiele ich einfach meinen eigenen Shredder aus. Und hätte dann, wenn ich noch einmal. Ein Beast raushole mit 2 Kill Commands auch ordentlich Damage. Von daher kann ich ihm erstmal das Traden überlassen. Nächste Runde Dr. Boom. Schon solide Plays. Das ist krass, dass. Ja. Das Sword of Justice ist schon ziemlich gut. Na gut, da kriegt nur einer was dazu. Meld du dich mal zum Dienst. Ja, das ist eher unangenehm, schade. Und das sieht auch schon ziemlich gut aus. Könnte ich 10 Damage in einer Runde machen mit dem Netzwieber mit dem Webspinner zusammen. Ich muss nur eine Bombe mal für. Obwohl eigentlich muss die Bombe gar nicht groß treffen. Das hat er ganz gut ausgelöst, das Secret. Sogar. Aber das wird ihm alles nichts helfen. Melde mich zum Dienst. Weil ich, oh, guck, wie die Bombe fällt. Okay.
Schuss. Ja, eine Flare reinzupacken ist in der Tat keine so schlechte Idee. Was würde man denn dafür rausschmeißen? Vielleicht ein Houndmaster oder ein Shredder. Seine Highmain, Ram Wrangler braucht man. Ja, Lothab, so Mittel. Wie heißt denn das auf Deutsch? Flare. Leuchtfeuer oder sowas? Ja. Ich erinnere es im Decktracker gleich noch. Keine Sorge. Midrange Hunt, da ist er. Ich hätte ihn ja sogar noch gehabt. Okay, das ist ein anderer Midrange Hunt. Hab den ja ein bisschen variiert. Das ist der aktive. So. Edit Deck. Wird rausgeschmissen. Ein Houndmaster und stattdessen. Ein Flare rein, safe. So, jetzt muss ich das hier noch ein bisschen ändern. So. Und schon sieht sich alles gut aus. Hervorragend. Irgendwie sieht das manchmal ein bisschen komisch aus. Das Hunters Mark oben sieht zu dünn aus. Sieht kleiner aus als die da unten, oder? Irgendwas ist manchmal ein bisschen komisch. Das sieht kleiner aus, naja. Wumpe. Mal wieder aufs Spiel konzentrieren. Gegen den Krieger. Das ist okay. Nina verabschiedet sich gerade in die Nacht. Eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Der King's Alec. Okay, das ist ziemlich lame. Vielen Dank dafür. Okay. Das ist kein guter Anfang gegen einen Control Warrior. Da will man ein bisschen Druck machen und Druck mache ich gerade gar nicht. Okay. Waffen ausspielen, wenn ich dann viel auch auf der Hand habe. Ich hätte natürlich eigentlich ganz gern sowas wie meine Mad Scientists. Das wäre halt doch was. Zum Beispiel. Das läuft viel zu gut für ihn gerade. Wie der Control Warrior, wie der möchte, kontrolliert er mich im Moment. Und das ist nicht das, was ich möchte. Okay, der ist nicht so stark. 2,6. Ah. Ein bisschen was Besseres erhofft. Na, immerhin frisst er 6 Damage. Ganz okay.
Tja, das hilft mir gerade nicht so viel, weil ich keine Secrets habe. Ein bisschen Damage langsam. Das Flair gerade reingepackt und dann spiele ich gegen Krieger. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nicht so schlecht. Vier, vier. Mode stirbt trotzdem an Death's Bite. Ich kann nicht mehr warten. Dann wart halt nicht. Keiner zwingt dich zu warten. Druck. Ja, der Anfang war nicht ganz so optimal, habe ich schon mir ein bisschen Sorgen gemacht eigentlich gegen den. Bin ich richtig still geworden. Man merkt das manchmal, wenn ich dann so ein bisschen still werde und Sorgen mache. Mancher merkt mir das an, wie ich dagegen gekämpft habe. Ich werde mir ein bisschen wieder mal mir Mühe geben, mal ein bisschen mehr zu sagen. Aber es wird auch langsam schon spät. Ich bin irgendwie echt müde. War ein langer Tag. Ich bin einfach so ein bisschen gemütlich. Gegen Jaina ist es mit dem Flair ist gar nicht so schlecht. Grüße. Hallo. Falle hoch! Portale aktiviert! Portale aktiviert, dann aktivieren wir deine Portale. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Hm. Und ein Mage. An meiner Seite. Da bringt mir nicht so viel. Dann habe ich jetzt für 4 Mana nicht so wahnsinnig viel zu spielen. Natürlich toll, wenn er jetzt ein Secret spielt. Den Gefallen tut er mir leider nicht. Jetzt habe ich immerhin mal was. Mit einem Death Rattle. Geht auch weg. Ach, albern. Das wird ein bisschen schwierig. Also ein Mech-Mage, der einen guten Start hat und bei mir war der Start eher lame. Ist etwas problematisch. Kann natürlich mit dem 2-1er traden. Und er bringt selber noch einen Schredder raus. Die ganzen Powerplays bei ihm. Sehe ich ziemlich alt aus. Ich will auch mal ein paar Secrets. Hab extra mal eine Flair behalten. Man mag ja nicht. Dat Sack. Hm.
4, 6, 8. Spielt Minibot ziemlich gut. Gut gespielt. Gut gespielt. War übrigens vorhin nach dem Einsteigerdeck so ein bisschen gefragt wurde. MechMage ist ein ziemlich gutes Einsteigerdeck. Was ist denn jetzt los? Okay. Arson hat komisch gehangen, konnte nichts machen. Ja, ein MechMage, der einen guten Start hat, kann fast alle Decks besiegen eigentlich. Wenn du einen wirklich guten Start mit MechWarper hast, weil er jetzt keinen super krassen Start mit mehreren MechWarpern, aber hat einen sehr, sehr guten und soliden Start mit den MechWarpern und dem Neutron und dann den Shreddern. Das ist schon sehr ordentlich. Damit kann man dann sehr gut arbeiten. Grüße. Hallo. Brauche ich für die 3, für die 4 was zu spielen? Das geht doch alles. Lass dich im Herzen sprechen. Das schauen wir nochmal. Mit den Schmerzen und so. Kämpfe meiner Seite. Mal nicht zu viele Karten ziehen lassen. Ist das ein Freeze Mage? Gut möglich. Oh, ich nicht wieder angreifen sollen. Hm. Oh, NoFap behalten, ist ziemlich gut. Gegen den Freeze Mage. Ich werde es ihnen zeigen. Ich werde es ihnen alle zeigen. Dann zeigst du uns das allen mal. Die Chance, dass das reicht. Obwohl, nee, sogar mehr. Wird schon gehen, die 2, komm. Ja, geht doch. Bisschen Druck muss man schon machen. Da kommt der Healbot. Beim Freeze Mage muss man genug Druck machen. Gucken, ob das klappt. Gegen Doomsayer, gegen Frostnova Doomsayer habe ich noch die. Okay, das tat eher weh. Blizzard. Okay.
Okay. Oh, das ist total nutzloser Two-Drop. Vielen Dank dafür. Aber ich kann ihn silenzen. Aber so wichtig ist es nicht, dass ich an dieser Stelle silence. So. So, nur mehr Runden. Wenn es ein Eisblock ist wahrscheinlich, dann... kann ich das eigentlich relativ schnell knacken. Sieht eigentlich ganz solide aus. Was soll ich nur tun? Jetzt mal den Eisblock triggern. Brauche ich eh eine Runde mehr. Das Gute ist, mit den Death Rattles, selbst wenn ich den Doomsayer nicht silenzen könnte, ich habe genug Minions danach. Ich bringe Leben. Ich jage allein. Hätte ich jetzt andersrum machen sollen. Da ist der Eisblock. Die wilden Tiere gehorchen deinem Befehl. Vielen Dank dafür. Ich hätte natürlich trotzdem besser spielen können, dass sie nicht auf 5 HP sitzen bleibt, sondern auf weniger. Ich glaube nicht, dass sie eine große Rolle spielen wird jetzt, aber trotzdem unnötig. Ne, Eisblock direkt auf der Hand. Oder genug Burn Damage. Lass die Schmerzen sprechen. Anscheinend nicht. Glück gehabt. Diese Runde geht am Ort. Gegen Rexa. Lasst die Jagd beginnen. Ich bringe euch zur Strecke. Ist eigentlich ein ganz guter Anfang. Behalte ich mal einfach so. Will ich auch gleich mit der Coin anfangen. Ich glaube gleich den geisterhaften Krabbler rausholen. Sehr schöne Karte immer. Und das zusammen mit dem Messer-Jongleur eigentlich immer ganz praktisch. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. So, tschüss. Komm. So, ist natürlich die Frage, ist es eine Freezing Trap? Oder ein Explosive? Freezing, ne? Immerhin die Trap relativ gut losgeworden. Stört mich jetzt nicht so sehr. Und Kollege, Kamerad, gerade für 2 Monate am Stück abonniert. Vielen Dank für 2 Monate Abo, dass du mich unterstützt und anscheinend Spaß an meinem Stream hast. Finde ich super.
sehr, sehr schön. Freut mich über. Freut mich sehr. Ich würde es Ihnen zeigen. Ich würde es Ihnen alles zeigen. Da muss ich ein bisschen Druck machen gerade. Auch ein Midrange Hunter. Und er hat nur 18 HP, so wird er da ein bisschen damit zu tun haben, hier zu traden. Okay. Jetzt geht, denkt er sich zwischendurch, nee, jetzt gehe ich mal face. Okay. Habe ich noch einiges hier an Damage liegen. Eine Companion habe ich auch. Auf in die Schlacht, Mane. Autsch. Okay, der tut ganz schön weh. Halt mir mal das so. Die Waffe kann gleich noch eine Charge mehr bekommen. Eine Haltbarkeit. Das wollte ich sagen. So, weg damit. Drei, fünf. Ja, ist nicht ganz ungefährlich mit ihm. Drei, fünf. Ich frage mich, ob. Kann 7 Damage, 9 Damage kann er so machen. Ist sehr gefährlich, das stehen zu lassen. Denkst du, wenn ich keinen Charge kriege, habe ich auch nichts davon. Kann ich ihn danach noch spielen? Nicht so viel. Danach kann ich immerhin noch andere Sachen spielen. Noch in 2 Schaden weniger. Und auch noch gute Möglichkeiten, in den nächsten Runden das zu beenden. Bin irgendwie schon ein bisschen unkonzentriert, merke ich gerade. So, muss ich mich wenigstens noch ein bisschen konzentrieren. Ich bin irgendwie so ein bisschen müde und unkonzentriert. Das ist nicht so gut. Rexxar gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Lass die Jagd beginnen. Kollege Kamerad anscheinend sehr begeistert von seinem Praktikum. Finde ich gut, dass du da Spaß hast bei deinem Praktikum. Auch wenn du natürlich jetzt ein bisschen weniger Zeit für den Chat hast. Aber Praktikum ist schon eine coole Sache. Ja, die Eule ist gegen Priester schon ziemlich stark. Behalten wir es mal so.
So, noch ein bisschen Konzentration, das war eben ein bisschen blöd. Ich habe eben, glaube ich, schon früher beenden können. Irgendwie bin ich ein bisschen unkonzentriert und das mag ich nicht. Machen wir es besser. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Jetzt Ihnen allen zeigen, so sieht es nämlich aus. Lacht ihr über mich? Weiß ich nicht, vielleicht. Und es kann unangenehm werden. Und dann kriegt er auch noch. Oh, das wird jetzt echt unangenehm. Freezing Trap kriegt er wieder auf die Hand. Jetzt habe ich wenigstens den Freezing Trap. Wenn er jetzt angreift, verliert er das Powered Shield. Hat er zwar eine Karte gezogen, aber ist wieder weg. So richtig schön ist natürlich trotzdem alles nicht. Das hat ein Control Deck. Da möchte er natürlich. Lacht ihr über mich? Da viel Zeit verbraucht dafür. Was mache ich jetzt mit den restlichen? Meinen restlichen Tacken? Lass mal weg mit dem Scheiß. Lass mal das dann wieder auf die Hand. Ich glaube, es wird mir nicht gelingen, den schnell genug, dafür war er anfangs schon zu langsam, ihn schnell genug unter Druck zu setzen, dass es lacht ihr mit den beiden Wormrest Agents, die er hatte, schon ein sehr guter Anfang. Ich jage allein. Mal so viel wie Damage wie möglich auf dem Board haben. Auch nicht schön. Ist jemand verletzt? Den silenzen jetzt mal. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lass mich in Ruhe. Dann mach mal deine. Autsch. Das war unangenehm.
Komm, komm, komm. Natürlich nicht. Aber es ist auch gegen Dragon Priest schwer, das zu gewinnen. Elenea ist ja mal wieder da. Hab deinen Kommentar auf YouTube übrigens gelesen, unter meinem Videolog. Und freut mich, dass du mal wieder reinschaust. Lange nicht gesehen, seltener Gast. Finde ich gut. Fragst dich ob. 17 Karten, ja, die starken Karten kommen jetzt langsam beim beim Dragon Priest. Meine starke Zeit ist langsam vorbei. Einmal, wenn es keine gute Karte zu spielen hat, dann kann das schon noch was werden. Komm nicht noch eine Holy Nova. Also manchmal hat er natürlich seine Holy Nova. So ein Arsch. Beide Holy Novas. Was soll denn das? Das ist doch Verarschung. Ah, das ärgert mich jetzt echt. Zwei Holy Novas hat er natürlich parat. Das hätte ich ihn jetzt schon kaputt gehabt, den Arsch. Ja, natürlich. Aber auf den Punkt genau, trotzdem noch hingekriegt. Das war knapp. Ja, da haben wir doch jetzt noch einen schönen Abschluss für diesen Midrange-Run. War auch mal wieder ganz nett, den Midrange-Hunter mal wieder zu spielen. Wenn er hat es knapp gepasst. Auch wenn es ein bisschen schwierig war, gegen den Dragon Priest zu bestehen. Ist auch kein einfaches Matchup, aber es hat gut geklappt. Schöne Sache. Dann gönne ich mir noch eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.